Die Liebe ist nicht jene Liebe, die in den Hollywood- und Bollywood-Filmen suggeriert wird, sondern die tatsächliche Liebe ist eine Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wie Allah alles segnet, segnet auch Allah die Liebe zwischen den Eheleuten. Und deswegen, je näher beide Eheleute zu Allah kommen, umso näher gelangen die Herzen dieser beiden Eheleute zueinander. Und يأتيه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية 21. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Äh 21. Aus euch selbst, das bedeutet, dass eben Hawa aus Adam a.s. erschaffen wurde. Und zwar aus einer Rippe von Adam a.s. und das zeigt eben die Nähe der Eheleute zueinander. Und Allah azawajal erklärt hier, dass die Liebe und Zuneigung von ihm ist. Und das ist ein wichtiges Thema. Die Liebe ist nicht jene Liebe, die in den Hollywood- und Bollywood-Filmen suggeriert wird, sondern die tatsächliche Liebe ist eine Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wie Allah alles segnet, segnet auch Allah die Liebe zwischen den Eheleuten. Und deswegen, je näher beide Eheleute zu Allah kommen, umso näher gelangen die Herzen dieser beiden Eheleute zueinander. Und deswegen, wenn man die Zuneigung und Liebe in einer Ehe stärken möchte, sollten beide Eheleute ihre Beziehung zu Allah azawajal stärken, denn Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, die Herzen seiner Diener, also der Diener Allahs, liegen zwischen zwei Fingern Allahs. Er dreht und wendet sie, wie er will. Also ist Allah azawajal Besitzer der Herzen und Lenker der Herzen und Verwalter der Herzen. Und deswegen, wenn beide Menschen, Ehemann und Ehefrau, immer mehr gottesfürchtiger werden, gottergebene werden, umso mehr stärkt Allah subhanahu wa ta'ala die Liebe unter den Eheleuten.